So, hallo und willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Ja, es wird ja mal Zeit, dass wir hier weitermachen. Und da würde ich sagen, legen wir los. Ich habe gerade in meinem Logbuch gesehen, dass ich das mit den asiatischen Vampiren noch bei Nox abgeben muss. Und gehe ich mal, ne? Wo ist denn die Ladezeit da? So. Nox, wo war Nox? Das war der im Asylum, genau. War das das Asylum? Wo ist jetzt das Asylum? Oh Gott. Blöd, wenn man es lange nicht gespielt hat. Hauptstraße oder Second Street? Ich probiere jetzt mal einfach. Ist bestimmt wieder falsch. Ich sehe es doch kommen, dass ich wieder falsch bin. Nee, ich bin richtig. Ha! Schön. Dann gehen wir mal ins Asylum. Oh, lange nicht mehr gespielt. Ah, schön. Gut. Blub. Plan für heute übrigens jetzt die Aufgabe abgeben, dann mit diesem Bertram Tang reden und schon mal ins Lagerhaus kommen. Die Sprengung, also was wir da machen sollen, das werde ich dann nächstes Mal tun. Ich bin heute nicht in bombiger Stimmung. Nein. So, Nox. Hat das hier gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich bin mir immer nicht sicher mit dem blöden Spiel. So, schauen wir da runter. Wo ist mein Spielstand? Ja, den muss ich nehmen. Speichern. Okay. So. Gut, Nox. Komm mal her. War das F? Ja. Natürlich, ey. Der Lebensfresser hat seine letzte Mahlzeit genossen. Ja. Natürlich. Der Lebensfresser war ein Etwas des Todes und der Schatten. Weil es da wärmer ist. Deswegen. Ja, lebe wohl. Blut habe ich genug, brauche ich nicht. Gut. Und wieder raus und jetzt geht's zu Bertram Tang. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich absolut nicht schleichen kann? Ich habe zwar hier einen Malkavianer und Verdunklung, aber ich bekomme es trotzdem hin, nicht zu schleichen. Also, beziehungsweise erkannt zu werden. Ach, wie herrlich. Deswegen habe ich auch nie Splinter Cell oder so gespielt. Das liegt mir, weil Schleichen ist, geht gar nicht bei mir. So, hier müsste Bertram Tang sein. Genau. So. Da ist auch schon die alte Schönheit. Hallo, Bertram Tang. Look who finally made it. Thought you'd never find me, did you, sweetheart? Ja, ich bin vollkommen glücklich. I've gotten good at knowing when I'm wanted. Oh, so you're who I'm waiting on. Someone must have faith in you, Cupcake. That, or they want you out of the picture. Interesting choice either way. Du hast hässliche Zähne. Ja, genau. Der hässliche Kerl. Sie spricht mir aus dem Herzen. Genau. Nasty dude. Hey, I may not be a looker kid, but you better start showing some respect. Cause I could squash you like a freaking bug if my panties get all bunched up. Ja, ja. You got it. Ich habe richtig Angst. Nein, deine Hässlichkeit wurde mir durch den kleinen goldenen Ghoul gezeigt. Oh shit, I'm Alcavian. And you ran into Nox too. You guys must have had quite a conversation. Not a working brain cell between the two of you. Oh, böse. Das war böse. Guter Spruch, aber böse. Bertram Tang, der hässliche Kerl. Genau, hast du's endlich. Naja, dann weißt du mehr als ich. Ha! Britsch! Ja. News travels down the Kindred Grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy, but...
Das klingt etwas pervers, mein Guter. Lacroix und Lance Rodriguez ist dazwischen. So ist nicht mein Teufelsdreier. Und überlebt habe ich, ja. Noch. Ja, kommen wir endlich. Ich suche nach einem seltsamen Haus voller Waren. Oh, hässlicher Kerl. Never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Aua. Geheimnisse, Sorgen und Krankheit. Erzähl mir vom Sabbat. The Sabbat. Jeez, you are green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, cause none of us are the good guys yet, I see that. Jetzt hat er sich, oh, schon gut. Irgendwie hast du dich jetzt verhangen, mein Guter, ne? Ach, ich will jetzt dahin. Zwei. Kannst du mich in dieses Haus der Waren schleusen? Ich will zwar nicht, aber ich muss. Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. Yeah. Have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Erstmal bin ich ja froh. Ja, genau, ich mache mal die Eins. Come back when you're ready to go. But don't be too long, fledgling. This isn't really something we planned around your schedule. Ja. Halt's Maul. Mal kurz speichern. Und wie gesagt, ich habe heute vor, bis zum Lagerhaus zu kommen. Und die Sprengung wäre dann das nächste Mal. Genau, hier speichern. So, nochmal speichern. Und dann ab geht die Tour, ne? Moment mal. So, wieder da. Was wollte ich doch ja Ihnen ansprechen? Ja, für mich, hässlicher Kerl. Schon fies. So, ich mach mal kurz den wo ist meine Waffe? Da. Cool. Okay. Jetzt heißt es schleichen, töten. Also ich probiere zu schleichen, aber es wird in einem Massaker enden. Auf alle Fälle. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so gut in Schleichen. Hab da auch wirklich nicht die Geduld für. Beziehungsweise die Aufnahmezeit, die habe ich zwar schon, aber ich bin da doch nicht so der geduldige Mensch. Oder Vampir. Wie man es nimmt. Ah ja, die Zahl da oben zeigt an, da ist eine Arsch in der Nähe. Nur wo? Nur wo? Ah, auf dem Pott. Ich mach mal leise. Ich probiere es. Ganz ruhig. Du musst sterben. Tod. So. Perfekt. Na, wenn das nicht gut ist. Okay, das war doch mal ein einfacher Mord. Wenn das immer so laufen würde. Also es gibt einen Level, da muss man schleichen. Und das werde ich auf alle Fälle nicht hinbekommen. Aber es hat zum Glück keine weiteren Konsequenzen. Da bin ich recht froh drüber, weil... Das habe ich noch nie hinbekommen, werde ich auch nie. So. War hier auch einer irgendwo? Muss mal alles hier durchsehen. Ganz ruhig sein. Hallo? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist sehr leise. Da muss ich doch mal was machen. Ich höre ja gar nichts. Habe ich so leise? Nee, Auto. Ist ganz schön ruhig, das Spiel. So, ich probiere es mal so. Ich speichere nochmal, weil ich ein älterer Schisser bin. Okay. So. Jetzt hört man auch ein bisschen mehr. Ist hier was drin? Nö. Ist hier was drin? Nö. Ist hier was drin? Nö. Okay. Eigentlich nicht okay, aber muss so gehen. Hier leuchtet ganz viel. Die Dinge sieht man eigentlich
Will hier eine Wespe rein? Egal, die Dinge sieht man eigentlich nicht, aber als Malky ist meine Wahrnehmung da doch ziemlich gut. Hm. Nehme ich mal mit. So. Also ich höre hier welche reden. Ganz leise. Ich guck mal hier kurz rein, oder was? Wo ist denn meine Wespe? Bist du beruhigt? Ich hoffe, die haben es nicht mitgekriegt. Ah, super. Ich sehe denjenigen welchen. Du siehst mich nicht. Und wenn, stoppst du trotzdem. Wie soll man denn da rankommen, ohne dass der einen mitkriegt? So wirklich. Du siehst mich nicht. Tot. Ja, das Hinterfotzige, das passt zu mir. Hat mir das jetzt was gebracht? Nee, ich glaube, ich muss die andere Richtung gehen. Gut. Wieder einer. So. Das war aber nie mein Weg, den ich gegangen bin. Nee, ich fühle mich schon voll unwohl. Ich gehe mal wieder zurück. Ja. Lalala, hier wollte ich lang. Genau. Nimm mal den Scheiß. Klatsch ihn weg. So, das ist ein Penner, den muss ich nicht töten. Gehst du mal durch? Danke. Okay, aber jetzt wird's interessant. Zum Lagerhaus. Oh, was war das? Na egal. Ja. Eieiei. Okay, zwei bewaffnete Leute. Pff, schleichen wird nicht. Hab ich irgendwie... ein paar lustige... Ja, ich habe aber hier einen Zeugen. Das kann ich nicht nehmen. Okay, da muss wohl... Wo ist denn jetzt meine Blutheilung hin? Da. Dann heißt es wohl... Nee, das heißt es nicht. Dann heißt es, wo ihr seid. Matsch. Der ist tot. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Lauf nicht so weit hinter, komm jetzt her. Oh, du kleine feige Sau. So, danke. Mehr wollte ich nicht. So, du kriegst gleich Blut wieder und der Typ stirbt trotzdem. Ha! Perfekt. So. Erledigt. So geht's jetzt im blöden Scheißhaus. Brauche ich die Waffe? Erstmal gucken. Sie schläft schon ein wenig seltsam. Hat die einen String? Egal. Ein Schiff sieht man's doch. Nö. Irgendwas zwischen String und Schlüpfer. Hier ist die Waffe. Nee, die hatte ich doch jetzt schon. Jetzt bin ich durcheinander. Wo kam ich her? Da. Beim Penner. Was ist denn das? Kann ich das nicht gebrauchen? Ach nee, das ist so ein Montiereisen. Puh, wo geht's weiter, ne? Kommt da einer? Ich hab was gehört. Oh, und wieder einer kommt. Aus dem Hinterhalt angesprungen. Tja. Du wurdest geschändigt von mir. Okay. Wo ist das alte Kackelagerhaus? Ich verlaufe mich ja jedes beschissene Mal. Da. Ist das schon? Ach, da war nichts. Okay, ich gehe mal zurück. So, dann würde ich sagen, da war es das für heute. Die räume ich das nächste Mal aus, weil ich muss mir jetzt eine gute Taktik mal einfallen lassen. Dann würde ich sagen, würde ich sagen, ich hoffe nur gucken, ob die jetzt kommen.
bis zum nächsten Mal bei Vampires und dann geht die Action richtig ab. Also ihr werdet mich schreien, fluchen, heulen hören, weil ihr wahrscheinlich 3 Tote sterben werde. Dann würde ich sagen, bis dahin, eure Still.